Ja, willkommen zurück zum zweiten Teil der 13. Vorlesung Maschinenorientiertes Programmieren. Wir kommen auf die Header-Dateien zu sprechen. In der idealisierten C-Welt gibt es zu jeder .c-Datei eine passende .h-Datei, welche die zu exportierenden Funktionen deklariert. Zum Beispiel die Datei time.c definiert die Funktionen, die in time.h deklariert sind. Möchte ich eine Funktion aus time.c verwenden, so binde ich die entsprechende Header-Datei time.h ein. Hier mal das Beispiel. Ich möchte die Time-Funktion verwenden. Sie liefert die Sekunden seit dem 01.01.1970 zurück. Um sie nutzen zu können, verwende ich die Deklaration aus time.h. Und beim Linken der Standardbibliothek wird automatisch time.c hinzugebunden. Das heißt, wir sehen hier nochmal die Spitzenklammern bei dem Include. Ich binde eine Systemdatei ein und diese Systemdatei, die enthaltenen Definitionen, sind in der Laufzeitbibliothek schon vorhanden. Ich habe im Praktikum immer ganz gerne das Spiel 4 gewinnt programmieren lassen und dazu einen entsprechenden Playground zur Verfügung gestellt, also eine grafische Ausgabe des Spiels bereitgestellt. Möchte ich also eine Funktion initPlayground aus playground.h verwenden, dann muss ich playground.h einbinden. Und die Funktion initPlayground ist in der playground.c implementiert. Es ist jetzt hier keine Systemfunktion, es ist eine eigene Entwicklung. Das heißt, beim Linken muss die Datei playground.c hinzugelinkt werden. Wichtig, damit das Ganze funktioniert, ist natürlich, dass die Deklaration von initPlayground in playground.h aufgeführt ist. Und ganz wichtig, wir müssen beim Schreiben des Moduls playground.c ebenfalls die Header-Datei playground.h einbinden. Nur so ist sichergestellt, dass eine Konsistenz zwischen der Deklaration, also unseres initPlayground-Prototypen und der Definition in playground.c besteht. Rot markiert sowohl das Modul, was die Funktion definiert, als auch das Modul, was die Funktion nutzt, muss die passende Header-Datei dazu einbinden. Warum ist jetzt das Beispiel 4 gewinnt? Ein schönes praktisches Beispiel, um die Modularisierung besser verstehen zu können. Ganz einfach, das Modul playground.c definiert die Spieloberfläche. Und die Spieloberfläche, die kann entweder grafisch sein oder es kann eine reine Konsolenanwendung sein. Jeder, der das Spiel 4 gewinnt kennt, der kennt die Spielregeln. Die Spielregeln haben jedoch mit der Grafik, der Ein- und Ausgabe nichts zu tun. Das heißt, ich kann 4 gewinnt entweder als eine Konsolenapplikation im Textmodus spielen oder ich kann 4 gewinnt mit einer Grafik versehen und als grafische Anwendung spielen. Voraussetzung für die modularisierte Programmierung ist lediglich, dass es eine definierte Schnittstelle gibt, die die Ein-Ausgabe vorgibt und ein Modul, was die Spiellogik bereitstellt. Ich hatte auf dem alten Webserver der Uni BW immer das Beispiel der Konsolenanwendung auf meiner Webseite, weil es ganz schön zeigt, dass man das gleiche Spiel, das man einmal als Grafik programmiert, genauso als Konsolenanwendung implementieren kann. Und das gleiche gilt natürlich für die Portierbarkeit auf verschiedene Systeme. Das heißt, wenn ich die Benutzeroberfläche abtrenne von der eigentlichen Spiellogik, dann kann ich mein Spiel sehr schnell und relativ einfach auf verschiedenen Plattformen zur Verfügung stellen. Das ist eine der Kernideen hinter der Modularisierung, wie wir sie in C oder auch in anderen Programmiersprachen anwenden. So, wie kommen wir jetzt dazu, eigene Header-Dateien zu schreiben? Ein Include bewirkt immer, dass eine Datei eingebunden wird. Auch wenn bei dem gerade eben gezeigten Beispiel es sehr unwahrscheinlich ist, dass eine Header-Datei mehr als einmal eingebunden wird, zeigt sich gerade bei etwas größeren und komplexeren Projekten häufig der Fall, dass eine Header-Datei gleich mehrfach im Projekt eingebunden wird. Also zum Beispiel, wenn eine Utility-Bibliothek verwendet wird,
die Funktionen und Datentypen bereitstellt, die gleich mehrere Module verwenden möchten, dann kann es sein, dass so eine Verwendung auch in einer Header-Datei erscheint und diese Header-Datei dann nicht von einer, sondern von mehreren Header-Dateien eingelesen wird und beim Einbinden dieser Header-Datei es dazu führt, dass die Deklarationen mehrfach auftreten. Um das zu verhindern, folgen alle Header-Dateien in C dem folgenden Schema. Wir prüfen in der allerersten Zeile, ob ein Define, was dem Namen der Header-Datei entspricht, gesetzt ist. Wenn dieses nicht gesetzt ist, definieren wir in der nächsten Zeile dieses Define. Daraufhin kommen unsere Deklarationen und am Ende in der letzten Zeile folgt das Endif. Das heißt, wird die Header-Datei das erste Mal eingelesen, dann ist myHeader-H nicht definiert. Es wird aufgrund des if-endef definiert und die nachfolgenden Deklarationen werden gelesen. Wird die Datei während dem Übersetzen ein zweites Mal eingelesen, so ist myHeader-H bereits definiert und die bedingte Programmierung bewirkt, dass alles innerhalb if und endif nicht übersetzt wird. So wird ein zweites Deklarieren verhindert. Aber Achtung! Mit einem if-endef-define verhindern wir zwar das mehrfache Einlesen einer Header-Datei, während ein Modul übersetzt wird, wir verhindern aber nicht, dass eine Header-Datei, die von mehreren Modulen eingelesen wird, beim Übersetzen der anderen Module nicht gelesen wird. Im schlimmsten Fall wird die Header-Datei sogar von allen Modulen im Projekt gelesen. Das kann nun zu Problemen führen, wenn in einer Header-Datei Definitionen stehen. Deswegen der Warnhinweis, Achtung, Header-Dateien dürfen keinen Programmcode oder Daten erzeugen. Dies würde bei einer Nutzung der Header-Datei durch mehrere C-Modulen zu mehrfachen gleichnamigen Symbolen führen, welche der Linker dann nicht auflösen kann. Letztendlich führt es entweder zu einem Linkerfehler oder dazu, dass die Programme später nicht richtig funktionieren. Die Lösung ist, wir verwenden ausschließlich Typdefinitionen mit TypeDef. Wir haben gehört, dass wir mit TypeDef nur Typen deklarieren können und nicht implizit eine Variable anlegen können, also keine Definition vornehmen können. Und alle globalen Variablen, sofern wir überhaupt welche verwenden, müssen mit extern deklariert sein. Idealerweise schreiben Sie überall in einer Header-Datei vor jeder Funktionsdeklaration oder Variablendeklaration immer das Schlüsselwort extern. So, wir schauen uns ganz kurz an, wie wir eine Header-Datei erstellen können. Wir machen mal das Prinzip Modularisierung durch. Ich habe nochmal das erste Beispiel geöffnet und wir haben ja schon gesehen, dass sich unser Main auch übersetzen lässt, wenn nur eine Deklaration der Funktion Fakultät vorhanden ist. Das möchte ich jetzt mal mit Ihnen durchspielen. Wir legen eine neue Datei an. Wir machen das als Header-Datei, if endef Fakult H, define Fakult H. Wir legen jetzt unser long von int n-punkt an und wir machen ein endif. Das wird unsere Header-Datei, also save as Fakult.h. Wir können jetzt ein include fakult.h durchführen und ich kommentiere das mal kurz aus mit if 0 und endif und wir sollten unsere Datei jetzt übersetzen können. Wir können sie natürlich nicht ausführen, weil die Funktion Fakultät nicht implementiert ist. Ich lege jetzt natürlich noch eine fakult.c an. Speichern wir mal als fakult.c. Und ich kopiere mir jetzt die Funktion Fakultät hier raus. Wird in unser fakult.c eingeführt. Das ist jetzt die Definition der Funktion Fakultät. Ich ändere mein Hauptprogramm nochmal ab,
machen das raus. Wir haben jetzt die Header-Datei, Standard.io für printf, fakult.h für die Fakultät. Wir können das hier übersetzen, das funktioniert. Wir können unsere Fakultät.c übersetzen, das funktioniert auch. Wir können es trotzdem noch nicht ausführen. Wir müssen dem Linker jetzt noch sagen, dass er die Beispiel.objekt und die Fakult.objekt zusammenlinkt. Dazu können wir bei der Virtual-C IDE die Build Options angeben. Standardmäßig ist das auf Auto eingestellt. Das heißt, es wird automatisch übersetzt und gelinkt die aktive Datei im Editor. Das nehmen wir mal raus. Wir wollen auch nicht das Fakult.h. Wir wollen einmal das Beispiel.c, unser Hauptprogramm, und wir wollen als zweites unser Fakult.c gelinkt haben. Er wird jetzt beide Dateien übersetzen und die entsprechende Objektdatei linken. Wenn ich jetzt das Programm übersetze, dann sehen wir, dass wir sowohl Beispiel.c als auch Fakult.c übersetzt bekommen. Wenn wir das Ganze ausführen, linkt er das noch zusammen und die Berechnung unserer Fakultät funktioniert. Also das Programm läuft wie vorher. Wir haben jetzt das Programm sinnvoll aufgeteilt. Wir haben die mathematische Funktion ausgelagert. Das ist die eigentliche Logik unseres Programms. Und wir haben ein Hauptprogramm, was lediglich die Ein- und Ausgabe übernimmt. Ja, soweit zur Modularisierung. Vielleicht noch der Hinweis, das hatte ich in der Vorlesung Ihnen ja gesagt. Es ist ganz schön, wenn in Header-Dateien die Funktionsdeklarationen mit extern notiert sind. Dann passiert Ihnen auch nicht so einfach der Fehler, falls Sie doch mal eine globale Variable anlegen, dass alle Deklarationen mit extern versehen sind. Und der Programmtext weist jetzt darauf hin, dass die Funktion Fakultät eben außerhalb von unserem Beispiel.c liegt. Wenn wir das Ganze nochmal mit dem Präprozessor übersetzen, dann sehen wir jetzt unser Hauptprogramm, Berechnung der Fakultät, und davor sehen wir unser Include von der Fakultät. Das heißt, die einzige Zeile, die jetzt hier übernommen wird, ist unser extern long Fakultät int n. Zum Fazit, was die Modularisierung angeht. Die Aufteilung auf mehrere Module hat einige Vorteile. Zum einen reduzieren wir die Komplexität. Wenn nicht ein Modul, sondern viele Module zusammenspielen, dann kann jedes Modul an sich sehr viel einfacher aufgebaut sein. Wenn wir Schnittstellendefinitionen im Falle von C, also Header-Dateien, vorliegen haben, dann können wir parallele Entwicklung durchführen. Das heißt, es schreibt nicht eine Person ein großes Modul. Nein, es können viele Personen viele kleine Module schreiben und die Entwicklung kann stark beschleunigt werden. Die Modularisierung hat auch den Vorteil, dass die Fehlersuche stärker eingegrenzt wird. Das heißt, wir können häufig Fehler ausmachen, die in bestimmten Modulen auftreten. Da muss auch nur dieses Modul korrigiert werden. Wir müssen auch nur dieses Modul überprüfen, ob die Korrekturen auch das tun, was sie sollen. Wir haben also einen geringeren Wartungsaufwand. Und zu guter Letzt, wenn ein größeres C-Projekt vielleicht aus 100.000 oder 10.000 Dateien besteht, dann müssen nicht alle Dateien jedes Mal neu übersetzt werden. Das Übersetzen dauert länger als das Linken. Wenn sich nur eine Datei ändert, dann muss nur eine Datei übersetzt und der Rest muss nur gelinkt werden. Ja, und was ich vorhin an dem Vier-Gewinnspiel angesprochen habe, die Trennlinie zwischen den Modulen soll auf Basis der Austauschbarkeit erfolgen. Module implementieren zusammengehörige Funktionen. Schönes Beispiel ist die Trennung der Ein- und Ausgabe von der Logik eines Programms. Was aber auch häufig Anwendung findet, ist, dass Sie Hilfsfunktionen, die Sie häufig benötigen, zum Beispiel weitere Funktionen, um Strings zu verarbeiten oder, was wir kennenlernen, neue Datenstrukturen in C zur Verfügung stellen, dass wir solche Module schreiben und in vielen Projekten verwenden. Wir schauen im dritten Teil jetzt gleich noch ein bisschen in Kapitel 6 hinein, damit wir in der nächsten Vorlesung schneller vorankommen, denn Kapitel 6 ist wieder ein relativ großer Block. Bis gleich.